Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Ja, Schnäppchenjäger, die nutzten gestern den jüngsten Rücksetzer des DAX zum Wiedereinstieg. So ging es für den Leitindex um 100 Punkte bzw. knapp 0,8% nach oben. Damit notiert der DAX nun etwa wieder dort, wo er das Jahr auch begonnen hatte. Schauen wir mal, ob es so bleibt. Wir blicken nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Johanna Krämer an dieser Stelle. Schönen guten Morgen. Johanna, wie wird der DAX denn aber jetzt heute erwartet? Wie steht es um seine Vorgaben? Einen schönen guten Morgen hier aus Frankfurt. Ja, man wird dieses Niveau nicht halten können, das wir gerade gestern noch gesehen und möglicherweise auch freulich betrachtet hatten, denn es spitzt sich jetzt doch zu, die Krise zwischen den USA und dem Iran. Wir hatten gesehen, dass es heute in der Nacht von Seiten des Irans einen Raketenangriff auf US-Militärbasen im Irak gab. Ein sogenannter Vergeltungsschlag, wie es in vielen Medien heißt. Und dementsprechend ist die Furcht vor einer Eskalation deutlich gewachsen. Wir hatten ja gerade schon in der vergangenen Woche gesehen, dass diese Krise sich zuspitzte. Und jetzt könnte es direkt weitergehen, auch wenn man, wie man so schön sagt, die politischen Börsen immer nur mit kurzen Beinen sieht. Die Vorgaben sind dementsprechend rot eingefärbt mit negativen Vorgaben. Wir haben gesehen, dass der Nikkei in Japan sich mit einem Minus von 1,6% aus dem Handel verabschiedet hat, aber auch Hang Seng und Shanghai Composite über 1% im negativen Bereich. Und von der Wall Street gestern zum Handelszeitpunkt oder zum Zeitpunkt des Handelsende war noch nicht bekannt, dass der Iran tatsächlich die US-Militärbasen angegriffen hatte. Nichtsdestotrotz haben sich die Anleger gestern schon zurückgehalten. 0,4% gab der Dow Jones gestern nach. Und beim DAX, du hast es gerade eben schon angesprochen, da waren es gestern die Schnäppchenjäger, die sich aufs Parkett wagten. Aber heute erwarten wir den DAX 0,9% im negativen Bereich. Vielen Dank für den Ausblick nach Frankfurt, Johanna. Ja, und wie gewohnt geht es an dieser Stelle dann jetzt weiter mit unserer Marktidee. Heute ist dies Tesla. Tesla ist seit einigen Monaten auf der Überholspur. Der Elektroauto-Pionier hatte zuletzt starke Absatzzahlen veröffentlicht. Die Aktie markierte gestern ein neues Rekordhoch. Allerdings deutet sich aus technischer Sicht eine kurzfristige Verschnaufpause an. Wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, dann lesen Sie nach in einer ausführlichen Chartanalyse zu Tesla. Die finden Sie natürlich auch unter www.ideas-daily.de. Ja, und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen an dieser Stelle schon wieder. Bis dahin wünsche ich einen schönen Handelstag. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.